sind wir schon wieder mal zusammen mit der, was Neuem bei uns. Genau. Und es ist ja lange her, dass wir die erste Ausstellung gemacht haben. Ich meine, am Anfang, als wir zum ersten Mal zusammengekommen sind, sind wir ja im analogen Zeitalter noch gewesen. Wir hatten ja die Interieurs, mittlerweile ein super Klassiker, wenn man so möchte. Und hatten aber auch die großen Porträts und ein paar von den kleinen Porträts. Und so viel anderes habe ich damals nicht gesehen innerhalb von Menschen, die, sage ich mal, das Medium Fotografie analog. Okay, so die Plakate, die kamen ja natürlich dann doch ein bisschen später, 10 Jahre später. Ich glaube, ich habe die in 96 oder 97 gemacht. Und davor hatte ich ja auch schon nicht mehr fotografiert. Das heißt, ich habe Fotografien oder Negative benutzt, die ich nicht selber belichtet oder wo ich auf den Auslöser gedrückt habe. Das ist halt einfach so eine Entwicklung gewesen, wo ich gemerkt habe, ich interessiere mich mehr für die Geschichte der Fotografie, als dass ich selber noch Fotografien herstellen muss. Oder ich habe einfach gemerkt, ich kann gar nicht so viele Fotografien machen, wie es Dinge gibt, die ich anschauen will. Und deshalb habe ich dann halt eben irgendwann angefangen, auf vorgefundenes Material zurückzugreifen. Und bei den Plakaten war ich dann schon so weit, dass ich quasi noch Grafik mit eingebaut habe oder eben Schrift. Wie das eben John Hartfield in den 1920er, 30er Jahren auch schon gemacht hat. War aber schon stärker der kompositorische Aspekt, also wie komponierst du ein Bild, ist eigentlich schon sehr, sehr viel stärker bei den Arbeiten als bei den analogen Arbeiten vorher, wo du praktisch den Ausschnitt bestimmst oder auch bei den Sternen hast du ja im Prinzip einen Ausschnitt genommen, den du hübsch fandest und durch die Vergrößerung einen Effekt erzielt, der auch heute noch für viele Leute... Ja, aber dann würde ich sagen, Komposition ist das A und O in der Kunst. Der Maler hat das gleiche Problem wie der Bildhauer, der hat das gleiche Problem wie der Fotograf. Wenn man eben als Fotograf arbeitet, kompositorisch arbeitet, muss der Ausschnitt stimmen. Und das macht eben auch eine gute Fotografie aus. Ja, es zieht sich eigentlich durch. Das ist auch interessant, dass du doch verschiedene Bereiche innerhalb der Fotogeschichte untersuchst. Sei das Architektur, sei das jetzt das Stillleben nach so vielen Jahren. Eigentlich so ein ganz frühes, traditionelles Bereich innerhalb der Fotografie. Und also ich war jetzt heute Morgen sehr erstaunt. Ich habe ja die zum ersten Mal gesehen. Und vielleicht erklärst du mir noch kurz einmal, wie die Solarisation bei diesen Arbeiten gekommen ist. Also die Blumen heißen Flower, Punkt S. Und das S steht für entweder Pseudosolarisation oder Sabatier-Effekt. Oder der Sabatier-Effekt wurde auch wieder in den 1930er Jahren in der Dunkelkammer praktiziert. Die berühmteste Fotografie mit einem Sabatier-Effekt ist eben das Porträt von Man Ray, von Lee Miller, dieses Porträt, wo sie dann diesen schönen schwarzen Strich als Kontur hat. Und ich habe dann gesehen, dass die zwei zusammen diesen Sabatier-Effekt wirklich experimentell, also wirklich geschaut haben, was man alles damit machen kann. Und das ist eben alles Try and Error. Mal klappt's, mal klappt's nicht. Und ich fand diesen Effekt eben so schön für diese Blumen, dass ich den halt digital simuliert habe. Also ähnlich wie bei den Fotogrammen. Also ein ähnliches. Genau, bei den Fotogrammen habe ich ja auch keine analoge Dunkelkammer mehr gehabt, sondern ich habe mir meine virtuelle Dunkelkammer im Rechner gebaut. Die Bilder wurden dann nicht im Entwicklerlager entwickelt, sondern quasi im Rechner entwickelt, was sich dann eben Rendering nennt. Das Tüfteln
mit den Möglichkeiten, das sage ich mal, der digitalen Möglichkeiten, das Simulieren, das Austarieren, ist doch jetzt in den letzten paar Jahren von einigen Arbeiten, die wir jetzt kennen, einigen der jüngeren Serien, doch sehr, sehr stark im Vordergrund. Ja, wir hatten einfach den Wechsel vom Analogen zum Digitalen. Heute hat keiner mehr. Heute gibt's natürlich immer noch das Korn des Filmes. Aber in der Regel, ich glaube, 99% der Leute arbeiten inzwischen digital und mit dem Pixel. Ja, also man kennt das ja, JPEG hast du ja gemacht, die Pixel-Geschichte. Und dann, ich erinnere mich daran, dass du diese Cycles gemacht hast auf Leinwand. Und die sind ja eigentlich am weitesten weg. Die sind ja komplett eigentlich Algorithmen, wenn man so möchte, diese Linien. Und ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Leute genau heute wissen, wenn sie sowas anschauen, was das überhaupt ist. Also bei den Cycles habe ich eben Leinwand genommen, weil ich doch ein relativ großes Bild haben wollte. Und die Papiermühlen leider nur bis 1,80 Meter bis 2 Meter Breite produzieren. Also hätte ich stückeln müssen. Und ich wollte aber eben, ja nicht ein großes Blatt, aber halt ein großes Bild. Deshalb habe ich dann quasi auf die Leinwand zurückgegriffen. Und das Bild, weil es eben so mathematisch aussieht, musste für mich auch keine fotografische Qualität mehr haben. Von der Materialität her. Also ich wollte das nicht als Fotoabzug abziehen, sondern es konnte irgendwas sein. Also der Träger war mir egal. Und dadurch, dass ich mir die große Größe gewünscht habe, bin ich dann halt bei der Leinwand gelandet und finde nach wie vor, die sehen auf Leinwand ziemlich gut aus. Ja, ne, die sind, also wenn man die wieder mal sieht, so in Ausstellungen, die haben eine unglaubliche Präsenz. Und klar, man weiß gar nicht, was man anschaut. He? Man hat überhaupt keine Vorstellung, was das Ganze ist. Und du hast mir mal erzählt, dass du auch da bist du eigentlich auf Bücher zurückgegangen, die gemacht worden sind im 19. Jahrhundert, anhand Berechnungen im Universum, soweit ich das verstanden habe. Ja, also die mathematischen Formeln, die ich benutzt habe, sind Zykloiden. Ich habe aber eben diese Zykloiden auch genommen, weil ich damals dachte, dass die digitale Fotografie oder eben Photoshop, sage ich jetzt mal, sind Algorithmen, ist Mathematik. Und ich dachte, sehr viele Fotografen sind sich gar nicht bewusst, mit was sie arbeiten, dass sie eigentlich mit Mathematik arbeiten. Und ich wollte diese Mathematik dann auch mal einmal sichtbar machen. Zeigen, also praktisch. Und deshalb habe ich quasi alles, was an Foto da war, habe ich rausgeschmissen und quasi nur noch die Algorithmen und die Formen dann ausgeführt. Ist in der Vorgehensweise vielleicht auch ähnlich mit den Substraten, oder wo du alles substrahiert hast, was, so glaube ich, waren Mangas, oder die Vorlagen? Ja, das waren japanische Mangas, die ich quasi verunschärft habe und dann mehrere von diesen verunschärften Bildern, wo ich dann nur noch die Farben multipliziere. Also Data plus, ist das nur noch pures Data, oder wie kann man es in dem sagen? Das ist pures Data und ist eben pure Farbe dann. Ja. Und eben auch beim Multiplizieren dieser verschiedenen Ebenen mit verschiedenen Farben ist einfach eine Unkontrollierbarkeit, wie sich das Grün mit dem Blau, mit dem Rot verbindet, dass es eben auch wieder so ein Try-and-Error-Spiel ist. Also weg von der Idee, Thomas Ruff ist jetzt ein Fotokünstler aus der Becher-Klasse, oder? Es ist eigentlich fast schon irgendwie ein Hybrid heute, oder? Klar hat man noch das Papier, klar hast du noch fotografische Elemente, oder? Die heute jetzt, also morgen zum ersten Mal gesehenen Flower.s, das sind ja wirkliche Blumen, die du gekauft hast. Die hat es ja gegeben.
Nee, scheinbar wechsle ich auch permanent zwischen abstrakt und tatsächlich abbildend. Aber auf Treiben bist du zufällig gestoßen, oder? Auf den Fotografen Treib? Ich habe seine Fotografien gekannt und ich fand ihn schon immer einen sehr guten Fotografen. Und zu dem Zeitpunkt, als ich eben vom Victoria and Albert Museum eingeladen wurde, mit dem Archiv zu arbeiten, um eine Ausstellung da in ihrer neuen 19th Century Photo Gallery zu machen, hatte ich eben den Namen Treib im Kopf. Und das andere, was mich interessiert hat, waren Papiernegative. Weil mit Papiernegativen habe ich noch nie gearbeitet. Also ich kenne den analogen Film, wo die Emulsion eben auf einem transparenten Träger ist. Ich kenne den Chip und ich kenne den Pixel. Die Glasplatte ist dann quasi noch ein Vorläufer vom Gelatinefilm. Und für die Engländer war eben das Papiernegativ die ideale Sache für Reisefotografie, weil das Papier konnte nicht zerbrechen, wenn der Eselskarren in den Graben gefahren ist. Und als ich dann eben das erste Mal im Victoria and Albert Museum war und eben gesagt habe, Treib, Papiernegative, hat mir Martin Barnes dann eben, Martin Barnes ist Head of Photography, hat mir dann 4 Stapeln Papiernegative von Linus Treib auf den Tisch gelegt und das war natürlich Bingo. Das war perfekt. Für dich war das wie Weihnachten, ne? Jetzt bumm. Ja, ja. Also sind immer wieder auch Zufälle in deinem, sag ich mal, Befragen, in deinem Suchen, die dir helfen, dann irgendwie wieder eine Idee weiterzuverfolgen. Eben, oder das Ganze war nicht geplant. Das hat sich einfach über glückliche Zufälle so ergeben. Ja. Ich denke, es gibt einfach Bereiche in der Fotografie, die niemanden interessiert, die ich aber mega spannend finde. Und das interessiert mich eben. Und manchmal denke ich eben auch, dass also die meisten Leute denken, die Fotografie beginnt mit der Leica, mit der Kleinbildkamera. Klick, 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 klick. Aber es gibt einfach, wenn man dann eben nochmal 100 Jahre zurückgeht in der Geschichte, gibt es 1000 verschiedene Möglichkeiten, eine Fotografie herzustellen. Es gab die Daguerreotypie, es gibt die Papiernegative, es gibt direkte Belichtungsverfahren auf Papier, es gibt alles mögliche Zeug. Und ich denke, die Geschichte der Fotografie ist so reich und die meisten Leute beschränken es auf das Klick, das ist das Foto. Und wenn du jetzt Zusammenarbeit anschaust und wenn wir jetzt das 30 Jahre machen, und ich bin ja nicht der Einzige, du hast einige Galerien, wo du eigentlich doch viele Jahre zusammenarbeitest. Ja, damals, als ich eben junger Künstler war, als ich deinen Brief bekommen habe, damals warst du noch mit Luigi zusammen, habe ich mit der Galerie Schöttle zusammengearbeitet, mit der Galerie Jon und Schöttle in Köln und mit Philipp Nelson in Villeurbanne bei Lyon. Und meine Absicht war es eigentlich, wenn ich ein junger Künstler bin, dann will ich auch mit jungen Galeristen zusammenarbeiten und dann will ich mit denen zusammen alt werden. Und das hat sich aber nicht schön ergeben. Schön ergeben. Wir sind alt. Alt, genau. Genau, sind lange arbeiten seit 30 Jahren zusammen und das macht immer noch Spaß. Ja, also ich meine, wir haben jetzt nicht die Situation, dass ich alle 4, 5 Jahre neue Räume bezogen habe und das noch um die ganze Welt. Wir sind eigentlich stationär ein paar Jahre, sind jetzt hier auch schon wieder eine ganze Menge, haben vielleicht jetzt noch etwas zugelegt mit den neuen Räumen. Für dich immer noch kein Problem, die Arbeiten in Räumen zu sehen, die du eigentlich schon 4 oder 5 Mal bespielt hast? Nein, überhaupt nicht. Also weil neue Arbeiten macht die Galerie neu. Da hast du wirklich recht. Ja. Und ich meine, jetzt mit den Flowers haben wir auch nochmals ein Primär für die Insider, die eigentlich die Arbeit nicht kennen, aber doch eigentlich das meiste auch über eine lange Zeit kennen.
Ja. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, was morgen wird. Ja.